hat gesehen, ich weiß nicht, wie viele Spieler wir hatten, die Krämpfe hatten. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir jetzt in der Vorbereitung nichts gemacht haben, aber es ist klar, dass man gegen den Bundesligisten ein bisschen mehr laufen muss, wie im normalen Alltag. Und das haben die Jungs einfach richtig gut gemacht. Wir haben zur Halbzeit ein paar kleine Kleinigkeiten umgestellt. Ich glaube, die ersten 15 Minuten waren wir die bessere Mannschaft in Hälfte 2, weil wir einfach auch ein bisschen besser umschalten, aber man braucht das Quäntchen. Da braucht es ein Traumtor, vielleicht ein Tor des Monats. Was mich ärgert als Sportler ist einfach, 30 Sekunden nach unserem Tor, wo alle noch beim Jubeln sind, so ein Tor zu kriegen, das ärgert mich total. Und als Sportler ärgert mich auch, gegen den Bundesligisten durch eine Ecke zu verlieren. Das ist klar, der Gegner hat 14, 15 Ecken gehabt, hat eine extreme Wucht, das ist überhaupt gar kein Thema, aber mich ärgert es als Sportler. Wenn die uns ausspielen mit Geschwindigkeit, und dann sage ich, okay, schön gemacht, fein, alles gut. Ecken gehören auch zum Spiel, ich weiß. Aber das ist was mich für die Jungs einfach so ärgert, ja, weil das einfach so bitter ist. Mit ein bisschen Glück wären wir ans Elferschießen gekommen. Leider nicht. Deshalb ist das heute erstmal noch schon enttäuschend. Ja, was soll ich da groß sagen? Pokalfight, 114. Minute, keine Ahnung, ich 2-1 bekommen. Ja, ist bitter. Die Kräfte haben dann nachgelassen und irgendwann gepresst. Aber ich glaube, ja, dass wir sehr gut gegengehalten haben. Und etwas bisschen mehr Glück kannst du das Ding vielleicht auch nach Hause bringen. Ich glaube, wir haben dann in der Hälfte 2 wirklich auch sehr, sehr viel getan, dass die Fans immer mehr gekommen sind, weil da einfach pure Leidenschaft da war, auch bei den Jungs. Dann war der eine oder andere Krampf, dann hat er sich wieder reingeworfen. Das sind schon Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Ja, aber wie gesagt, man kann jetzt viel von einem tollen Spiel als Regionalligisten reden, aber man verliert trotzdem 2-1 und man war so knapp dran und das ist schon was mich ärgert. Ja, viel länger hätte ich nicht mehr spielen können. Wir waren am Zug gemacht. In so einem Spiel wirst du natürlich auch nach vorne gepusht. Es ist viel Adrenalin in dem Körper. Ja, deshalb umso bitterer ist das halt, wenn man dann. Ich meine, wenn das Ergebnis nachher eindeutig wäre, dann sagt keiner was, aber so ist halt immer, wie gesagt, extrem bitter. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Leistung, dass wir die mitnehmen können, jetzt für den Ligastart. Und uns jetzt ein, zwei Tage da regenerieren und dann uns fokussieren auf den Ligastart.